Das neue Arma 3 DLC SOG Prairie Fire bietet auch einen Singleplayer-Modus, jedoch komplett ohne KI. Wer aber nicht auf die Unterstützung von KI verzichten möchte, dem kann geholfen werden. Es gibt im Arma 3 Workshop über Steam den Simple Singleplayer Cheat Menu Mod. Den kann man da abonnieren, dann habt ihr ihn auch im Launcher drinnen. Hier wie immer darauf achten, dass der Mod auch aktiviert ist und im Anschluss das Spiel starten. Wir wählen hier ganz normal Einzelspieler-Kampagne, eine x-beliebige Mission und starten ein Spiel. Auf dem Schlachtfeld angekommen, öffnet ihr die Map mit Tastendruck auf M und dann steht hier oben Load Simple Single Player Cheat Menu, schweres Wort, beziehungsweise schwere Wörter. Und da unten steht dann Cheats und hier, what's up Killer, hier aktiviert ihr Zeus. Das kennt ihr eh bestimmt auch. Tastendruck auf Z. Fehlermeldungen ignorieren. Und jetzt könnt ihr da ganz normal, wie im Editor, Einheiten hinzufügen. Natürlich egal was. Nehmen wir mal 4 Stück oder so. Dann markiert ihr eure Einheiten gesamt. Haltet die Steuerung-Taste und die linke Maustaste gedrückt und zieht dieses Icon auf euer Spielersymbol und schon seid ihr in einem Trupp. Und so einfach aktivieren wir unsere KI-Mitstreiter. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, ciao.